kommt natürlich die Frage, wenn man langlebige Produkte entwickelt, inwieweit man die Arbeitsplätze erhält. Das ist ja auch mal dieser Wahn, dass alles in Lohn und Brot stehen soll. Und da hängen ja wieder so viele soziale Aspekte dran. Wenn die Menschen nicht in Lohn und Brot stecken, gibt es soziale Spannungen, das gesellschaftliche Gefüge kann wieder in gewissem Maße aus dem Ruder laufen. Wenn wir jetzt Autos haben, die theoretisch 30, 40 Jahre halten, dann kann die Autoindustrie Tausende von Mitarbeitern entlassen über Jahre. Ja, aber wir sehen ja, dass unser Wirtschaftssystem völlig wahnsinnig ist, das Ganze. Wir haben es jetzt mit der Bankenkrise gesehen. Da hat die amerikanische Regierung, hat also aus Steuergeldern, den Banken 198 Milliarden zur Verfügung gestellt. Und 2009 haben wir auf die Banken 150 Milliarden davon als Boni ausgeteilt und den Rest haben sich als Gehaltserhöhung eingesteckt. Nun sagt aber die UNO, dass durch diesen Bankencrash zusätzlich 100 Millionen Menschen sterben werden. 100 Millionen. Man serviert uns jeden Morgen zum Frühstück, dass Hitler nun der schlimmste Unmensch aller Zeiten gewesen ist. Ist er, ohne Zweifel. Aber wenn wir sehen, dass Hitler, Churchill und Stalin zusammen nur 60 Millionen Menschen ermordet haben, die Banker aber 100 Millionen Menschen, dann sehen wir doch schon mal, dass mit dieser Wirtschaft einiges im Argen ist. Also Sie nehmen, ich verstehe das jetzt so, die Regierungen bringen ja nicht um, aber durch die Folgen, die diese Bankenkrise hervorgebracht, ja, aufgrund dieser Folgen, dass Gelder nicht freigemacht werden, lässt man Menschen eben auch... überlässt sie ihren Sorgen, Problemen und bis hin zum Tod und verhungern. Ja, das sind die armen Menschen, die so schon hungern. Also da sterben ja so und so viele Millionen jedes Jahr. Das ist ja immer so ein passiver Mord eigentlich. Ne? Also nicht. Aber dann werden Gelder nicht bewilligt, dann kann man zum Beispiel Landwirtschaft nicht betreiben, wo man es könnte. Und diese armen Länder, da werden ja so und so, wir bringen Exportgüter hin, also auch Nahrungsmittel, die so hoch subventioniert worden sind, dass die dort praktisch nicht damit konkurrieren können. Das heißt, da bricht alles zusammen an Wirtschaft, was alles in diesem Gefolge kommt. Aber ich wollte noch darauf hinaus, dass die Wirtschaft grundsätzlich umgemodelt werden muss. Wir haben diverse Rohstoffe, die es nicht mehr lange geben wird. Da müssen wir dann nun entscheiden, sollen die zum Beispiel für medizinische Geräte verwendet werden oder wollen wir weiter Wegwerfgüter damit produzieren. Wir müssen zu einer gelenkten Wirtschaft kommen, wo es vielleicht nur noch notwendig ist, dass jeder Mensch 20 Stunden die Woche arbeitet. Vielleicht so, dass sie 3 Tage die Woche arbeiten, 10 Stunden oder eben weniger und dass dann andere wieder arbeiten. Denn sonst haben wir das Problem, dass einige hoch beschäftigt sind und viel verdienen. Aber das müsste global passieren dann. Ja, es müsste global passieren, aber darauf kann man sich ja nicht immer zurückziehen. Wir hier in diesem Land und in der EU, wir müssen anfangen. Es ist ja nicht so, diese Globalisierung hat uns natürlich in eine Falle gelockt, wo man natürlich alles mit sabotieren kann. Ich würde sagen, diese Globalisierung ist ein Fluch für die Menschheit. Aber es gibt keine wirkliche Globalisierung, weil es ja auch keinen wirklichen freien Handel gibt, Welthandel. Wenn dem so wäre, könnte Südamerika, Afrika seine Produkte ja anders auf den Markt bringen und nicht mit Einfuhrzöllen belegt und etc. Wir bräuchten im Grunde auch keine Entwicklungshilfe, wenn wir den Ländern mal die Sachen verkaufen lassen könnten, die sie auch produzieren. Nur das lassen wir nicht wirklich zu. Die wachsende Zahl der Bevölkerung, die ja auch die Problematik des Klimawandels sieht. Und das ist, muss da was passieren, wird da was passieren. Wenn die Bevölkerung sich das so auf Dauer weiter gefallen lassen. Die Folgen der Klimaveränderung werden natürlich ganz gravierend sein. Also auf der einen Seite wird das Trinkwasser ausfällen, weil natürlich... Und im Wasser Krieg geführt werden kann. Ja, ja, das ist das eine. Dann landwirtschaftliche Flächen werden ausfallen. Der Meeresspiegel wird stark ansteigen. Da die Wissenschaft kam ja an mit wenigen Millimetern, da waren es wenige Zentimeter. Dann waren es 60 Zentimeter. Die holländische Regierung sagt, sie muss ihre Deiche um 6 Meter erhöhen. Und... ein Drittel der Wissenschaftler im internationalen Klimaschutzorganisation haben gesagt, es wird 30 Meter ansteigen. Also wenn alles abschmilzt an Eis, dann wären es 80 Meter. Das heißt also von Ländern wie Holland und Dänemark und auch Norddeutschland wird so gut wie nichts übrig bleiben. Nur das interessiert
die 1000 wirklich mächtigen Dynastien in der Welt, die alles beherrschen und die fast alles besitzen, überhaupt nicht. Ja, aber trotzdem ist ja für die irgendwann mal gewisse Nahrungsgrundlagen werden denen auch entzogen werden. Wenn man jetzt sieht, die Papageientaucher sterben auf Island langsam aus, weil der Sandaal dahin stirbt aufgrund der Veränderung des Meeresklimas, des Meeres, der Meeresbiologie, die durch die Erwärmung der Meere sich verändert. Ganze Nahrungsgrundlagen gehen zugrunde, dass am Ende der Nahrungskette stehen auch wir. Dann wird sich auch ein Mafia-Boss aus Sizilien irgendwann nicht von Luft und Beton ernähren können. Und die Problematik da wird an die nicht spurlos vorübergehen. Ja, wir, selbst wenn es die paar Mächtigen sind, aber treffen wird es sie auch. Denn es ist eine Flucht von diesem Planeten, gibt es nicht. Die Verbreitung der Wüsten geht schneller voran als angenommen, nicht? Auch in Südamerika. Ja, das ist natürlich klar. Keiner kann dem entweichen. Aber diese wirklich mächtigen Menschen sehen das jetzt so nicht. Nein, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, die verdienen ja durch die Katastrophen. Umso knapper zum Beispiel Nahrungsmittel werden, umso mehr werden sie verdienen. Es ist jetzt, ist im menschlichen, ich will mal ganz einen Bogen schauen zu Konrad Lorenz, ist dann im menschlichen Konstrukt, in der menschlichen Entwicklung, im Urknall die Unvernunft eigentlich im Gehirn drin? Denn es ist ja unvernünftig, selbst wenn einer 30 Millionen verdient und ein Präsident und Schmiergelder kassiert, man kann es nicht essen, das Geld, wie man Jahre gesagt hat, am Ende werden wir feststellen, dass man Geld nicht essen kann, ist da irgendwo ein Knacks drin, bei Bonizahlungen, wir wissen alle, was man verdienen kann, wovon man leben kann, man kann ein bisschen mehr haben, manchmal ein bisschen weniger, aber Gehälter über 10 Millionen und 20 Millionen kann keiner mehr auf Deutsch gesagt verfressen, das funktioniert nicht, also muss ja im Gefühl der Menschen irgendwas kaputt sein, dass man sagt, ist es eine Befriedigung, ist es ein Trieb, ist es ein Defekt in der Vernunft, im Gehirn, der ja eigentlich mit dazu führt? Ich befürchte das. Ich habe in meinem Buch Gaia weint viel darüber geschrieben. Richtig, ja. Vor allen Dingen, wenn wir zurückgehen in der Historie, sind ja schon Hochkulturen, viele da gewesen, und die sind dann irgendwann, weil sie die Umwelt zerstört haben, untergegangen. Und jedes Mal hat die Oberschicht wollte nicht gegensteuern. Sie wollte den Status quo erhalten, weil sie am meisten davon profitiert hatte. Sie wurden dann zu Diktaturen und Despoten und haben dann immer mehr Zwangsmaßnahmen ergriffen und sind nicht bereit gewesen, etwas zu verändern. Und darin liegt die wirkliche Tragik für mich in der Menschheit. Wir sind dabei, unsere Kinder und Kindeskinder auszurotten. Und jeder, der das sagt, wird lächerlich gemacht, wird diffamiert. Wir kommen einfach nicht zur Vernunft. Und wenn wir die schlimmsten Massenmörder in der Geschichte sehen, dann ist nichts vergleichbar mit dem, dass wir unsere eigenen Kinder und Kindeskinder ausrotten. Die Lebensgrundlagen entziehen. Das ist das schlimmste Verbrechen, was eigentlich vorstellbar ist.